Mein Name ist Achim Enders. Ich bin Professor an der Technischen Universität Braunschweig im speziellen Fach elektromagnetische Verträglichkeit. Als Wissenschaftler halte ich das Gebiet der statischen Felder, die bei den HGÜ-Leitungen auftreten, für relativ langweilig, einfach aus dem Grunde, das ist elementare Physik, dass eben bei zeitlich keiner Variation, also bei konstanten Feldverhältnissen, dass man dort auch am wenigsten erwartet, was an Wechselwirkungen, an unerwünschten Wechselwirkungen mit der Umgebung, einschließlich des Menschen, eben passieren kann. Das heißt, die Magnetfelder der HGÜ gelten als wissenschaftlich unbedenklich. Als Beispiel der Kernspintomograph, der also ein Magnetfeld mindestens 10.000 Mal so groß hat und bei dem sind auch nie irgendwelche negativen Effekte bekannt geworden bei Untersuchungen. Und bei den elektrischen Feldern ist es so, die können, wenn sie eine bestimmte Stärke statisch überschreiten, natürlich zu Funkenüberschlägen führen. Das kennen wir ganz eindrucksvoll vom Gewitter. Aber solche Effekte werden unter HGÜ-Leitung eben vermieden, dadurch, dass eben das Design so aussieht, dass diese Effekte nicht stattfinden. Das machen die Betreiber eigentlich schon aus dem Grund heraus, dass die Leitung sonst zu hohe Verluste durch die Corona-Verluste aufweisen würde, sodass also an direkten biologischen Effekten wenig überbleibt, bis vielleicht auf den Effekt, dass man elektrische Gleichfelder, wenn sie relativ hoch wären, spürt. Kann. Das kennt man aber aus dem privaten Bereich genauso, nämlich wenn man bei trockener Luft die Haare frisiert, dann stehen die zu Berge und das sind dann Feldstärken eben auch, die schon in einem höheren Bereich als unter einer HGÜ liegen.